Man sieht echt sogar die Armaturen in der Lok da drin. Also ich meine, das ist auf jeden Fall eine Mod gewesen. Bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2 auf der Europa-Map mit Mods und willkommen am Flughafen Barcelona-Madrid, meine lieben Freunde. Den benennen wir jetzt auch gleich mal so hier, würde ich sagen. Der Flughafen Barcelona-Haltepunkt, das wird jetzt Flughafen, Moment, Barcelona Madrid Airport. Airport. Genau, denn der Flughafen liegt genau zwischen Barcelona und Madrid. Und ich habe jetzt mal hier die Offscreen-Zeit ein bisschen genutzt, um hier mal das ein bisschen schöner zu machen. Ich habe ein bisschen die Berge drumherum ein bisschen eingeebnet. Habe hier auch mal eine große Straße nach Barcelona reingebaut, damit wir da gleich mit öffentlichem Nahverkehr quasi vom Flughafen aus die Leute direkt in die Stadt nach Barcelona transportieren können. Und der Rest der Strecke nach Madrid, der wird dann mit dem Zug erledigt. Die Strecke habe ich auch schon mal verbunden hier. Das ist noch ein bisschen unschön an einigen Stellen. Das kann man durchaus noch ein bisschen besser machen. Aber ich finde die kleinen Mini-Brücken hier zwischendrin eigentlich ganz nice. Das ist irgendwie ganz schick geworden. Und dann gibt es hier nochmal einen Tunnel durch so einen kleinen Hügel. Und dann ist hier der Flughafen. Das ist eigentlich ganz schön. Und ich würde sagen, wir nehmen den Flughafen jetzt einfach mal in Betrieb. Wir machen mal eine Linie, ne? Neue Linie vom Flughafen in Barcelona, damit wir endlich mal ein paar Urlauber dahin kriegen. Nach Berlin auf jeden Fall, ja. Ich möchte in Urlaub fliegen. Ich möchte nach Spanien fliegen. So, machen wir das mal hier. Flughafen BER. Genau, von Barcelona dahin. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich noch eine Linie von Barcelona, weil ich britische Touristen so mag, die mir die Liegestühle wegnehmen. Machen wir gleich mal von hier. Nun Barcelona, Madrid, gleich mal nach London, Heathrow, gleich noch eine Verbindung. Und da würde ich sagen, für den Anfang, ich will es jetzt nicht über- oder unterdimensionieren, machen wir erstmal eine 737 je Route, also zwei. Genau, da habe ich nämlich auch gerade das Geld dafür, das passt ganz gut. So, das ist die Linie und dann machen wir noch die Linie. Genau, jetzt bin ich mal gespannt, wie profitabel die werden. Wir haben auch ein bisschen Platz hier noch, um den Flughafen ein bisschen auszubauen, wenn das jetzt doch ein bisschen mehr Passagiere sein sollten, dass wir da zum Beispiel auch mehr Flugzeuge abfertigen müssen, können wir hier den Flughafen noch ein bisschen erweitern mit mehr Terminals und so. Ich bin aber mal gespannt, wie viele Urlauber sich da jetzt erstmal einfinden. So, in der Zeit, in der Zwischenzeit haben unsere Treibstoffstrecken hier natürlich auch noch ein bisschen die Möglichkeit erhalten, ein bisschen zu wachsen und da wird jetzt auch ein bisschen mehr angefragt natürlich. Weil hier jetzt natürlich die Städte wachsen, weil wir sie jetzt auch ans Verkehrsnetz besser angeschlossen haben. Das heißt, die Nachfrage an Treibstoff hier in der Raffinerie, die ist jetzt natürlich dann auch am Wachsen. Und wir sehen hier, wie hier ordentlich verarbeitet wird. Ja, das wird ordentlich verarbeitet, produziert, weiter transportiert. Das ist schon der Hammer jetzt hier. Wir wollten aber auf jeden Fall auch noch diese Fabrik hier anschließen. Und der Plan war außerdem auch noch für weiteres Wachstum, diese Stahlfabrik mal vernünftig an den Start zu bringen. Was fährt denn hier eigentlich noch so an LKW hin und her? Die sind bestimmt alle schon so ein bisschen veraltet, wa? Guck mal, den können wir doch hier, erstmal können wir hier weniger LKW fahren lassen, weil wir sehen, der Kohlebetrieb hier, der kann gar nicht so viel ausgeben, wie hier abtransportiert wird. Und wir können die Straßen mal ein bisschen aufwerten, damit hier die Transporter ein bisschen schneller hin und her fahren können. Das ist auch mal eine gute Idee eigentlich. Lass das mal machen. Ah, ich habe gar kein Geld. Ja, das ist natürlich dann wieder blöd, ne? Wenn man kein Geld hat. Lass mal die Zeit ein bisschen schneller laufen, damit wir ein bisschen schneller Geld kriegen. Ich brauche doch nur ein bisschen. Ich brauche doch nur 2000-Delschen, weil ich gerade die Flugzeuge wieder gekauft habe. Ne? Flugzeuge sind halt nun mal einfach teuer. Das kann man einfach nicht anders sagen. Deswegen sind sie ja Flugzeuge. So, jetzt kann ich mir jetzt zumindest schon mal die Straße leisten. Nice. Muss ja nur bis hierhin aufwerten eigentlich. Alles andere ist erstmal egal. So, dann können wir ein paar von den leeren Trucks hier verkaufen. Denn offensichtlich werden da gar nicht so viele gebraucht. Wir haben einfach zu viele und dann können wir nämlich die wir jetzt noch haben, die können wir dann gleich mal ersetzen. Nicht wahr? Hier den verkaufen wir auch noch. Denn die wären ja gar nicht richtig voll hier. Der hier hat ja nur wie viel geladen? 5 von 13. Er ist nicht mal zur Hälfte voll. Das ist total erbärmlich. Deswegen können wir die Hälfte der Trucks eigentlich locker verkaufen. Die werden einfach gar nicht gebraucht. Und wir können eigentlich sogar mehr als die Hälfte verkaufen.
weil wir die ja nochmal ersetzen können durch bessere Trucks, die wieder mehr transportieren können, die auch schneller fahren. Das heißt, ja, wir brauchen die eigentlich hier gar nicht so in der Menge. Gleich mal abstoßen hier. Abstoßen. Und gleich mal aktualisieren noch. Was haben wir denn hier? Wir haben hier zum Beispiel diese Man-Kipper-LKW. Der kann 21 Einheiten durchaus transportieren. Der kann fast doppelt so viel. Hat aber eine höhere Emission. Eine deutlich höhere Emission. Was ist denn mit dem Kleinen hier? Der kann ein bisschen... Der kann nicht ganz so viel mehr. Aber der hat weniger Emissionen. Und der ist auch näher an der Stadt dran. Dann lasst mal die hier nehmen. Die Isuzu 11. Aber ich brauche erstmal Geld dafür. Ich brauche 1 Million dafür. Um die Trucks alle zu ersetzen. Der hat eine Kapazitätssteigerung von 1 pro Fahrzeug. Was jetzt nicht so wahnsinnig viel ist eigentlich. Aber die Emission bleibt relativ gleich. Und er ist, glaube ich, ein bisschen schneller unterwegs. Weil er fährt schneller. Ja, er fährt deutlich schneller. Also pendeln die Fahrzeuge halt auch wieder schneller. Vom Lieferpunkt zum Abholpunkt. Oh, was haben wir hier? 2 neue Fahrzeuge. Short 330 und ein neuer Bus BK 670. Das sieht aus wie so ein Icarus-Bus so ein bisschen. Wie, so mit solchen Bussen bin ich früher zum Kindergarten gefahren. Tatsächlich. Unglaublich. Nicht schlecht. Also nicht mit genau solchen, aber die sahen so ähnlich aus. Die waren gelb. Die hatten schon auch das BVG-Gelb, aber das waren halt Icarus-Busse. So ein bisschen ostig halt. Nicht schlecht. Kann ich jetzt endlich mal Geld haben hier. Minus 12 Millionen. Was habe ich da wieder mit meinen entzündeten Augen sehen müssen? Solche Zahlen will ich hier nicht haben. Ich will hier Pluszahlen. Verdammt nochmal. Statt Pluszahlen muss ich draufzahlen. Ich sehe schon. Wie sieht's denn aus hier mit Barcelona, Madrid? Ist das denn profitabel hier? Nicht so irgendwie. Irgendwie ja nicht so. Aber hier unser Nahverkehr, der wird schon genutzt, auf jeden Fall. Da warten schon einige Leute. Das muss wahrscheinlich einfach erstmal hier durchrutschen. Das muss erstmal ankommen, dass wir hier einen Flughafen haben. Das muss ich erstmal rumsprechen, vernünftig. Wenn sich das erstmal rumgesprochen hat, dass man hier gut Urlaub machen kann, dann kommen die alle. Ich meine, wir haben ja auch 76, ne? Da hat sich das noch nicht so rumgesprochen. Das muss ich erstmal ein bisschen, die Kunde muss ich erstmal verbreiten. Dass Malle jetzt offen ist. Hier habe ich jetzt gerade Tramlinien verlegt. Ich blöd, Mann. Das muss ich doch gar nicht. Was für ein Quatsch mache ich denn hier schon wieder? Tramgleis, nein. Brauchen da keine Tram. Genau. Jetzt lagert sich hier auch ein bisschen mehr Kohle ein. Jetzt können wir mal das machen mit dem Aktualisieren von den Fahrzeugen. So. Haben wir gemacht, genau. 13 von 14 hat der jetzt mitgenommen. Genau, jetzt können wir hier nämlich von hier noch eine zweite Linie machen. Ne, mit Eisen. So, das heißt, wir brauchen statt dieser Station jetzt eine große Station, eine große Lieferstation hier. Mit 2 Lieferpunkten am besten, ohne Elektrifizierung. Und schon ruhig so ein bisschen so an der Kante hier. Dann mache ich die jetzt mal weg. Und ersetze sie durch diese. Und dann machen wir da gleich, die bauen wir gleich mal ein bisschen aus hier. Und zwar erstmal mit ein paar mehr Plattformen noch. So. Genau. Und dann machen wir mal hier wieder so ein Zufahrtspendel. Aber diesmal würde ich sagen, von hier hinten der Zufahrtsweg. Oder warte mal, erstmal gucken, wo fahren die eigentlich lang? Wo fährt Lyon? Kohle fährt da drüben lang, okay. Die fahren da drüben Lyon. Da wäre es eigentlich schlauer, wenn wir die an Station 2 halten lassen und dann hier so eine Einbahnstraße rausbauen. Vielleicht Lindenweg Station 2, genau. Und dann könnten wir die nämlich hier rausfahren lassen. Muss ich mal gucken, ob das geht. Per Einbahnstraße halt. Wenn die jetzt hier eine Einbahnstraße hinkriegen oder hier. Dass die da dann rausfahren. Machen wir mal Straßen. Da muss ich immer jedes Mal selber wieder gucken, wie das genau oder wie das am besten funktioniert mit den Einbahnstraßenausfahrten. Aber so müsste es eigentlich gut passen.
Mal schauen, jetzt müsste sich die Linie schon... Ah, nee. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Okay, frage ich mich jetzt, warum nicht. Das ist immer so ein bisschen so ein Rätsel. Offensichtlich müsste ich, damit das funktioniert, jetzt nicht abreißen. Das wollen wir nicht. Jetzt, ich muss, glaube ich, tatsächlich hier oben mit der Einbahnstraße raus. Ah, jetzt macht er ein Autosave. Okay. Ich muss, glaube ich, hier oben mit der Einbahnstraße raus. Oder so. So. Das ist ein bisschen ein Rätsel für mich immer wieder, wo ich da genau dann raus muss. Vielleicht doch hier vorne einfach. Damit er dann so rumfährt und dann hier so raus. Vielleicht geht das ja. So, mal gucken. Genau, mach das dann mal so. Müsste doch eigentlich gehen, oder nicht? Ja, genau. Jetzt fahren sie hier lang. Warum auch immer er da nicht langfahren will, also der, die Linie. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. So, dann haben wir jetzt aber hier noch, ne? Das brauchen wir ja noch. Das Eisen. Dann lasst uns da mal eine Station bauen. So. Eisenstation. Können wir ruhig ein bisschen weiter noch in die Richtung verschieben. Solange das hellweiß ist, das Objekt, was wir anliefern wollen, ist das alles okay. So, jetzt müssen wir aber erstmal die Landstraße hier nochmal aufwerten. Genau, und dann machen wir nämlich hier eine Zufahrt. Und zwar eine Einbahnstraße. Warte. So. Genau, und dann machen wir nämlich da auch eine Einbahnstraße als Straße, also als Zufahrtsstraße. Einbahn-Zufahrtsstraße. Und ich nehme da immer gerne diese mittleren Autobahnen, weil dann trotz Einbahnstraße die Fahrzeuge immer noch eine relativ hohe Geschwindigkeit halten. Genau, und jetzt können wir das so machen, dass wir hier eine Ausfahrt bauen. Also hier zum Beispiel. Und dann hier drüben auf der Seite eine Einfahrt. So oder so ähnlich, genau. Und dann machen wir mal eine Verbindung. Genau, da brauchen wir hier auch noch eine Ausfahrt. Auf der Seite. Hier ist die Einfahrt. Ausfahrt. Nee. Ausfahrt. Oder vielleicht eher so. Machen wir es mal so. Mal gucken, ob das geht. Muss ich nur schauen, dass ich das jetzt nicht verdengel mit Ein- und Ausfahrt. Okay, warte mal. Einfahrt. Okay, ich habe es falsch rum gemacht. Scheiße. Moment, hier habe ich es falsch rum. Hier muss ich es umdrehen wieder. Sonst klappt es nicht. Also, hier muss die Ausfahrt hin. Und hier die Einfahrt. Dann läuft das. Dann wird das was. Herr Spielbär, das dauert schon wieder viel zu lange, was sie da machen. Das kann ja wohl alles nicht wahr sein mit Ein- und Ausfahrt hier, was sie da machen. Herr Spielbär, was machen sie denn da? Machen sie doch nicht so einen Blödsinn, Herr Spielbär. Nein! Moment. Sekunde. Eine Sekunde. Ich hab's gleich. So, jetzt von hier nach da. Yes! Genau, und mit hier mit geiler Brücke am besten. Was, wieso? Nein, es ist zu teuer. Ah, Mann. Na gut, dann mach halt die Brücke. Die können da eh nicht so schnell fahren. Geht auch nicht. Jetzt geht's. Jetzt haben wir Geld. So, kann er jetzt von da wieder Kollision? Müssen wir mal gucken, ob das trotz Kollision vielleicht irgendwie geht. Nee, geht nicht. Scheiße. Scheiße, sind so dicht zusammen hier. Okay, warte. Warte, warte. Dann machen wir einfach... Dann machen wir da die Kleine hin. Das müsste eigentlich gehen. So. Genau. Und jetzt hier die Kleine raus. Und die muss dann ein Stück zur Seite. Und jetzt können wir die Große nehmen. Genau. Dann können wir die Große dann direkt daneben bauen. Und die geht dann einfach hier so ein bisschen rum. Naja, so ähnlich. Oder so. Genau. Bam. Bestimmt voll unnötig, was ich da jetzt gemacht habe. Aber egal. Muss auch mal unnötig Geld verbrennen. So, dann können wir jetzt nämlich von hier nach da. Jawohl, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Toll, die fahren sich jetzt hier komplett in den Weg. Warum fahren sie denn nicht da rechts rum und dann da zurück, ey? Da kriegst du schon wieder einen Kasperkopf, ne?
Da kriege ich schon wieder so einen Kasperkopf. Kann ich nicht die Linie 2? Kann ich die nicht irgendwie... Eigentlich ist das Soja geiler, ne? Was ist denn, wenn wir Linie... Die braune Linie, wenn wir die braune Linie auch mal ein bisschen umlegen? Ich glaube, so ist es besser, oder? Ich weiß es doch auch nicht. Wir probieren es einfach mal. Was kann schon schief gehen? So, also erstmal brauchen wir natürlich wieder ordentlich Trucks. Nehmen wir mal... Ja, nicht so viele vielleicht. Nehmen wir 8 erstmal. Weiß nicht, wie hoch die Kapazität da jetzt sein muss. So, das ist diese Linie. Klonk. Sehr gut. So, dann wird da jetzt erstmal schon mal das Eisen abgeholt. So, das bedeutet, hier wird dann jetzt Stahl produziert, den wir abtransportieren müssen, wenn wir das hier zu der Fabrik haben wollen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder einen Bahnhof bauen, wie das halt immer so ist. So, und ich würde sagen, wir nehmen da einfach jetzt mal einen Kopfbahnhof. Machen wir uns jetzt mal einfach. Ja, ich weiß, das habe ich schon mal gesagt, dass wir uns das einfach machen mit dem Kopfbahnhof. Muss ich da eigentlich... Nee. Ah, warte, wir können mehrere Gleise da gleich machen, warte mal. Weil wir haben ja hier auch noch Güter, die geliefert werden müssen. Werkzeug und Ziegel. Und da drüben ist zufälligerweise eine Werkzeugfabrik. Nicht schlecht. Dann können wir das so machen. Warte mal, ein bisschen drehen. So. Mit Shift und M und N könnt ihr das ganz fein drehen, habe ich gehört. Habe ich mir sagen lassen. Und dann machen wir das mal. Jetzt brauchen wir erstmal hier noch einen Bahnhof. Einen wunderschönen. Ich mache mal auf der anderen Seite noch eine Straße hin. Nicht so eine. Eine Standardstraße, bitte. Eine landige Landstraße. Genau so. Weil, dann können wir nämlich den Bahnhof hier hinbauen. Dann mache ich nämlich mal das eben schnell mal weg. Ah, die Flugzeuge, die zischen schon ordentlich ab hier. Nicht schlecht. Das zischt schon ordentlich. Ich würde das gerne darüber bauen. Sehr gut, mit Geld geht das auch. So, Durchgangsbahnhof, zwei Gleise, Hochgeschwindigkeit. Machen wir nur 240 Meter, müssen da jetzt nicht übertreiben. Sehr gut. Und eine Strecke. Eine wunderschöne. Schön durch den Berg durch, genau. Kostet auch ordentlich viel Geld. So habe ich das gerne. Wo war sie denn jetzt? Die Station. Da ist sie. So, wie ist das, wenn wir da direkt reingehen? Mit dem direkten Weg. Ein neues Fahrzeug ist verfügbar. BR-142DR. Alter, da gibt es viele davon. Das ist, glaube ich, auch ein Mod. Tatsächlich. Kollision. Wer kollidiert denn hier schon wieder? Ach, da. Ah. Blöde Dings hier. Ach du Scheiße, das sieht doch voll komisch aus. Warte mal. Nee, brich das mal ab, bitte. Das ist doof. Das will ich so nicht bauen. Wir müssen erstmal da an dem Bauernhof vorbei. An dem Bar-Bar-Bar-Bauernhof. Der Bar-Bar-Bauernhof. Vielleicht ein bisschen höher noch, dass wir da gleich mit einer Brücke... Oder ein bisschen tiefer gleich, genau. Dass wir da gleich drunter durchgehen, einfach unter der Straße. Das ist doch geil. So. Und jetzt hier raus, genau. Epic Shit. Und jetzt... Jetzt da rein. Yes! Da ist jetzt zwar ein Übergang, aber das blockiert ja... Erstmal nur die Autos. Oder können wir noch ein bisschen tiefer gehen, dass dann vielleicht der Tunnel erst hier rauskommt, auf der Seite. Warte mal. Ja, es geht. Geil. Können sogar noch ein bisschen tiefer. So ist es doch gut. Dann ist hier hinten auch die Brücke nicht so hoch. Das ist cool. Das ist sehr schön. Wie viel kostet das? 6 Millionen. Gebonkt. Wichtige Investitionen in die Infrastruktur, meine lieben Freunde. So, dann können wir nämlich gleich mal hier eine Linie machen. Von dort. Noch dort. Und dann haben wir schon mal das Stahlproblem gelöst. Brauchen wir natürlich noch schnell hier einen Lokschuppen. Einen Schockluppen. Brauchen einen Schockluppen. Soll ich mal die gemoddete Güter-Diesel-Lok nehmen? Ihr wollt es doch auch. Ihr wollt es doch, dass ich das mache. Diesel. BR-130, aber wir haben ja auch schon hier die BR-100... Alter, wie viele haben wir denn da, bitteschön?
BR-142, Junge, Junge. Zwischen 1977 und 1978 wurden 6 Lokomotiven mit einer Motorleistung von 4000 PS als 142 in Betrieb genommen. Inzwischen hatte man sich auf politischer Ebene aber doch entschlossen, die wichtigsten Hauptstrecken zu elektrifizieren, sodass derartig hohe Leistungen künftig elektrisch gefahren werden konnten und man auf Nachbestellung der Baureihe 142 verzichtete. Die arme Baureihe 142. 120 km/h Max, 363 kN. Aber für Stahl ist das eigentlich gar nicht so schlecht, oder? So eine Lok. Hier haben wir auch noch eine andere, hier haben wir noch die BR-218, ist auch schön. Diese einmotorige Großdiesel-Lokomotive war für den mittelschweren Streckendienst vorgesehen. Ich will die mal machen, auch wenn wir jetzt da gerade eigentlich eine elektrifizierte Strecke haben, will ich die mal benutzen. Ich will die einfach mal sehen. So, was brauchen wir jetzt hier? Den Niederflurwagen. Rungenwagen, genau. Gucken wir mal. Rungen wir mal. Machen wir mal 200 wieder. 26, das ist gar nicht so teuer, aber wir haben gerade leider nicht so viel Geld. Das ist natürlich blöd, aber ich kann das ja mal kurz hier so drin lassen einfach. Wenn ich dann wieder zum Lokschuppen zurückgehe, wird es ja mal wieder angezeigt. Wir können ja mal in der Zeit nochmal gucken, ob wir, wie das jetzt hier läuft mit dem Eisen. Genau, wird da genug abtransportiert jetzt? Bisschen wenig, oder? Ich glaube, da brauchen wir mal noch ein paar mehr Fahrzeuge tatsächlich. Machen wir noch zwei. Machen wir noch zwei Fahrzeuge. Auf die Strecke. Auf die pinke Strecke ganz unten. Ich habe es immer noch nicht geschafft, die zu benennen. Das wird hier langsam zum Running Gag. Aber ich könnte sie jetzt benennen eigentlich. Wo wir schon mal dabei sind. Ich meine, die hier hieß ja, die andere hat ja schon einen Namen hier. Die hieß ja Truck 4 Lyon Kohle. Ja, jetzt weiß ich nicht, welche Nummer das ist. Keine Ahnung. Ich nenne die jetzt auch einfach Truck 4 Lyon Eisen. Truck 4 Lyon Eisen. Kein Plan. Das ist jetzt einfach die zweite Route von der Route. Das ist alles so logisch hier. Der Wahnsinn. Die Logik. Diese Logik. Eine schöne Betonwüste haben wir hier. Sehr gut. So. Ja, immer noch kein Zug. Immer noch nicht genug Geld. Wie sieht es jetzt mit dem Flughafen aus? Können wir mal gucken. Oh. Oh, die Urlauber kommen. Guckt euch das an. Die Urlauber kommen. Da brauchen wir erstmal mehr Flugzeuge hier, damit wir das noch ein bisschen profitabler machen. Lass mal noch zwei Flugzeuge kaufen. Ja, ich weiß. Jetzt habe ich wieder das Geld verplempert für andere Sachen. Es tut mir ja leid. Aber so ist das halt. Wir müssen auf den Urlaubstourismus verteilen hier. Die ganzen Urlauber. Die müssen doch hier in Spanien mit Handwagen reingekarrt werden, sonst, wenn wir nicht genug Flughäfen haben. Da müssen die doch mit dem Auto da hinfahren. Das kann man denen doch nicht zumuten, dass die da mit dem Auto hinfahren. Wo kommen wir denn da hin? Das geht doch nicht. Oder mit dem Bus. Noch viel schlimmer, mit dem Bus. Wer will denn schon nach Spanien mit dem Bus? Ich bin übrigens mal nach Barcelona mit dem Bus. Tatsächlich. Also nicht nach Barcelona, das war Calella tatsächlich. Das ist, glaube ich, das war, glaube ich, auf der Seite von Barcelona, irgendwo an der Küste, was hier übrigens lustigerweise eine Steilküste ist. Sehr interessant. Da gibt es ja so verschiedene Urlaubs-Party-Orte und das war tatsächlich damals die Abifahrt gewesen. Und da sind wir nach Calella in der Nähe von Barcelona. Ich glaube, es war auf der Seite von Barcelona. Und ja, da haben wir auch eine Barcelona-Tour gemacht an einem Tag. Und ja, da sind wir mit dem Bus hingefahren. Oh, neue Fahrzeuge. British Aerospace haben wir. British Aerospace zweimal. Ein Fracht-, ein Passagier-Dings. Und wir haben UIC ZDR BME. Chromox Grün, okay. Ich speichere mal nochmal. Jetzt, wo hier der Flugverkehr ordentlich läuft. Ist das denn jetzt auch schon bei den profitablen Linien dabei mit den Flugzeugen hier? Ja, die machen auf jeden Fall schon Gewinn, die Linien. Noch nicht so wahnsinnig viel. Oh, hier sind Linien, die gar keine Fahrzeuge haben. Hab ich das gerade richtig gesehen? Ja, Linie 66. Was ist denn Linie 66? Wo ist denn die? Ach ja, na logisch, natürlich. Das konnte ja nur so sein. Das ist die Linie, die wir gerade erstellt haben. Guten Morgen, Herr Spielbär. Haben Sie auch so gut geschlafen? Ja, dann ist ja alles klar. Jetzt habe ich wieder kein Geld. Geld ist das Problem. Das alte. Immer schon gewesen.
Und es wird es auch immer bleiben. Unglaublich. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Sind die Fabriken schon aufgelevelt? Ja, die sind schon aufgelevelt hier. Guck mal. Alter, die ist schon voll ausgelevelt hier. Hat die dann überhaupt noch genug Kapazität für die Fabrik hier? Für die Plastefabrik? Weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Kann sein, dass wir schon eine neue Raffinerie jetzt an den Start bringen müssen. Aber hier sind ja bestimmt noch irgendwo welche. Zur Not müssen wir halt noch ein bisschen Öl abzweigen. Oder noch ein bisschen verarbeitetes Öl aus Irland. Das würde ja auch noch gehen, per Schiff. Einfach einschiffen. Einfach hart einschiffen. Warum kriege ich denn jetzt kein Geld hier? Was ist denn das für ein Saftladen? Dabei haben wir doch so viele Touris hier. Alter, wir brauchen viel mehr Flugzeuge. Das kann doch die Linie gar nicht abtransportieren hier gerade. Das geht doch gar nicht. Hier, die sind doch voll. Die Flugzeuge sind voll. Die sind brechend voll. Klappt denn die Abfertigung hier in Berlin wenigstens schnell? Hier könnte man theoretisch eigentlich auch mal ein zweites Terminal bauen. Damit wir die Linien ein bisschen auf zwei Terminals verteilen. Dann geht das ein bisschen schneller alles. Alter, was denn da? Hohoho. Die Linie 14 ist mal brechend voll. Bald haben wir ja bestimmt auch ICEs, oder? Hatte ich ICEs als Mod reingenommen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht tatsächlich. Das ist ein bisschen doof jetzt. Kann man eigentlich Mods nachträglich auch noch hinzufügen, wenn das Spiel schon läuft? Das wäre natürlich sehr geil. Ich würde irgendwie gerne ICEs benutzen. Oder Regionalzüge so. Das wäre auch irgendwie ganz nice. Ja, wir sehen, da ist einiges los am Flughafen. Nicht schlecht. Jetzt habe ich 8 Millionen. Jetzt könnte ich nochmal entweder noch ein Flugzeug kaufen. Okay, ich hatte gerade 8 Millionen. Wie sieht es denn mit den Einnahmen aus? Gucken wir mal. Ja, okay. Letztes Jahr war es nicht mehr ganz so viel. Also doch schon. Es ist gewachsen, aber das große Problem ist, wir haben halt auch hohe Ausgaben gehabt. Investitionen sind halt sehr hoch gewesen. Die fressen natürlich dann die Einnahmen auf. Was nicht so gut ist. Jetzt habe ich 17 Millionen. Warte mal, jetzt kann ich mir noch fast den Zug leisten. Komm. Der war doch... Nein, wieso ist denn der jetzt nicht mehr da drin? Normalerweise ist der doch dann noch da drin. Scheiße. Okay, egal. Dann lasst uns die DR kaufen. Ich will die jetzt mal sehen. Was hatten wir gesagt? 200 Kapazität? Ich meine, ich könnte auch einfach weniger nehmen. Vielleicht nur 195. Momentan wird ja noch nicht so viel Stahl abgefragt eigentlich. Da dürfte eigentlich noch nicht so viel gefragt werden. Auf jeden Fall ist die Diesel-Lok günstiger als die E-Lok. Von laufenden Kosten ja, glaube ich auch. Mein Gott, jetzt habe ich wieder nur 12 Millionen. Unfassbar. Aber die Flugzeuge müssten jetzt eigentlich die Profitabilität deutlich steigern normalerweise. Aber jetzt kommen wieder Flugzeuge. Alter, wir brauchen mehr Flugzeuge. Guckt euch das an. Also eins bräuchten wir noch pro Linie, glaube ich. Ich glaube sogar auf Linie 64 brauchen wir mehr Flugzeuge als auf Linie 63. So ein bisschen. Jetzt könnten wir uns nochmal zwei Flugzeuge leisten. Wir konnten uns gerade zwei Flugzeuge leisten. Na, jetzt kommt das Flugzeug an. Und wie viel Geld ist das? 1,2 Millionen. Alter, krass. Nicht schlecht. Aber gut, wir warten erstmal noch. Es scheint ja ganz gut ausgelastet zu sein. Wir wollen jetzt ja auch nicht überdimensionieren wieder, weil dann verlieren wir ja wieder nur Geld, wenn die Flugzeuge nicht voll sind. Das habe ich gemerkt, als ich nach London geflogen bin, ey. Wie vollgepackt die Flieger sind, ne? Da geht kein Haarhärchen mehr rein ins Flugzeug, ohne Witz. Das glaubst du gar nicht. Das ist so vollgepackt bis zum Geht nicht mehr. Wenn noch mehr Leute mitfliegen wollen würden, müssten sie auf dem Dach sitzen, ich sag's euch. Dann müssten sie diese unter die Tragflächen schnallen. Oder da, wo das Fahrwerk eingeklappt wird, noch welche reinpacken. Oder oben in die Gepäckablage. Kann halt keiner mehr Gepäck mitnehmen. So, jetzt aber hier. BR 142. Und jetzt machen wir mal hier 182 mal jetzt, sonst kann ich mir den Zug nie leisten. Ich sag's euch. So, jetzt läuft das hier. Jetzt haben wir mal diesen tollen neuen Dieselzug. Den Mod-Dieselzug haben wir jetzt. Und wie sieht er aus? Oh, schön sieht er aus. Guckt euch das mal an.
Sitzt sogar einer am Steuer, nicht schlecht. Achso, ja, Fenster. Da, guck mal, da kann man sogar reingucken, da in den Maschinenraum. Das ist ja geil gemacht. Deutsche Reichsbahn. Nicht schlecht. Man sieht echt sogar die Armaturen in der Lok da drin. Also ich meine, das ist auf jeden Fall eine Mod gewesen. Bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Und da wird was eingeladen. Also die Lok habe ich früher auch relativ häufig gesehen. Also zumindest so diese Art Diesel-Lok. Ob es jetzt exakt die 142 war, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber ich glaube, die sieht man heute auch noch häufiger tatsächlich. Das ist halt, also diese Art Diesel-Lok, diese Bauform halt, die ist so häufig gewesen, dass, das ist eigentlich krass, wenn man es so bedenkt. So, jetzt haben wir hier natürlich gerade die tolle Ansicht. Man sieht es hier gerade gar nicht wirklich, wenn ich hier durch den Tunnel fahre. Ja, Mann, 120, geil. Gib ihm die wunderschöne 142 Diesel-Lok. 142.0066. Da. Wieder unsichtbar geschaltet. Haben wir auch mal wieder einen Mod gesehen hier. In diesem Mod-Let's Play, ja, mit Mods auf der Europa-Map, muss man ja auch mal die gemoddeten Züge mal sehen können hier. Das ist ja doof. Sonst. Und hier ist der Lieferbahnhof. Sehr gut. Schön anliefern, genau. Wie gesagt, noch wird ja hier nicht so viel angefragt. Aber wenn wir dann hier die Plaster am Start haben und die erste Lieferstrecke für die Produkte, dann müsste das eigentlich laufen. So, genau. Wir machen das mal noch schnell, würde ich sagen. Das kriegen wir jetzt noch hin. Ganz fix. Dass wir sagen, wir bauen hier mal einen Bahnhof mit nur einer Strecke. Und vielleicht, genau, 240 Meter, genau. So, machen wir ein bisschen zurück hier noch. Direkt hier daneben. Bam, und Gleise. Machen wir den Bogen mal hier raus. So rum, genau. Halte ich für sinnvoll. Okay, will er wieder so nicht machen. Mach es mal so. Und dann dahin. Oh nein, Bau nicht möglich. Warum nicht? Das ist ein bisschen niedriger, das ist ein bisschen höher. Oh Gott. Warte mal. Mach mal die Straßen brauchen wir eh nicht. Mach die mal weg. So. Wie sieht's denn jetzt aus? Kollision. Dann mach halt die Kollision weg. Mach sie halt weg. Jetzt nach unten. Yes! Mach so und ein bisschen abflachen noch, genau. Vielleicht nicht ganz so krass. Vielleicht so ein Kompromiss. So. Ja, so. Guter Kompromiss. Finde ich gut. Und dann vielleicht wieder die Landstraßen wieder aufbauen. Vielleicht so, dass Tunnel entstehen. Unter den Schienen. Scheiße, ich kann es mir nicht leisten. Ah doch, jetzt kann ich es mir wieder leisten. Ah, warte mal. Mach's mal noch hier ein bisschen breiter. Jetzt kann ich es mir wieder erlauben. Oder vielleicht lieber mit Brücken. Ja, so ist besser. Guck mal, das ist gut. Das ist gut. Das ist genau das Richtige für so eine Landstraße. Und hier können wir einfach unter der Brücke durchbauen. Müssen wir es wohl machen? Jetzt, genau. Sehr gut. Wenn da schon eine Brücke ist, können wir die auch nutzen. Und hier machen wir die einfach mal wieder weg. Und so haben wir die Infrastruktur auch gleich noch ein bisschen verbessert. Und hier schneiden wir den Berg einfach ab. Wie so eine Torte. Pff, herrlich. Okay, das machen wir alles noch glatt. Das mache ich natürlich. Werde ich das alles noch glätten. Natürlich. Auf jeden Fall. Genau. Jetzt müssen wir noch die Verbindung bauen, dass der mit dem Zug natürlich auch da liefern kann, nicht wahr? So, das heißt, so. Okay, ist eine andere Höhenstufe. Haha. Sekunde. Jetzt hier ist mal, geht nicht höher, wa? Ja, müssen wir so damit leben jetzt. Und dann irgendwie hier so rein.
Ja, in die Brücke rein, genau. So. Neues. Hervorragend. Nein, das ist ja eine olle Brücke. Was ist denn da los? Hier sind lauter Bären. Sie versammeln sich an der Brücke, sie protestieren. Das ist unser Land, das ist Bärenland. Hier wird keine Brücke gebaut. Nieder mit den Brücken. Nieder mit den Brücken. Die ketten sich dann an die Brückenpfeiler dran und verhindern dann, dass die Brücken gebaut werden. Und diese Aktivistenbären. Unglaublich. Naja, aber sie haben ja einen Punkt, ne? Das ist ja ihre Heimat, die ich verschande. So ist das. Naja, haben wir auf jeden Fall jetzt. Müssen wir dann halt nur noch einen Zug erstellen dafür, der dann halt pendelt, der dann halt erst hierhin fährt, dann hierhin und dann dahin. So würden wir das am besten machen. Das halte ich für sinnvoll, aber ich halte es jetzt auch für sinnvoll, dass an der Stelle jetzt erstmal diese Folge zu Ende ist. Wir brauchen auch dringend wieder mehr Flugzeuge und so. Wir haben auf jeden Fall wieder einiges geschafft und diesen tollen neuen Güterzug haben wir jetzt auch am Start hier, den hier. Diese tolle Diesel-Lok. Und an der Stelle ist diese Folge Transport Fever 2 mit Mods auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr euch dafür interessiert, welche Mods ich benutzt habe, könnt ihr euch auch gerne nochmal die erste Folge von dieser Reihe anschauen. Da seht ihr eine Liste der Mods, die aktiv sind. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und die Benachrichtigung, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Transport Fever 2, auch zu anderen Let's Plays. Und ihr könnt auch gerne hier in die anderen Videos reinschauen, die an der Stelle verlinkt sind. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge Transport Fever 2. Bis dann, ciao, ciao.